Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und auch heute wieder Präsentation der Koi, die wir für unsere Kunden in den letzten Monaten groß gemacht haben. Und heute haben wir die Karashi Chagoi, die wir, also ich war glaube, war es nicht die vorletzte oder letzte Auktion, bevor ich dann schlussendlich für 2 Monate nach Japan abgehauen bin. Die Tiere waren zwischen, ich glaube, 45 bis 50 Zentimeter groß und als ich die gerade rausgefangen habe, habe ich mich beim einen oder anderen schon gewundert, was da für ein richtiger Wäscher draus geworden ist. Warum die Chagoi aus unserer ganz normalen Karashi-Goi-Blutlinie kommen, ist relativ einfach. Die ursprüngliche Verpaarung war ein Doitsu Akami Kigoi, also ein gelber Fisch ohne Schuppen und mit roten Augen. Das war die Mutter. Der Vater war ein klassisch grüner Chagoi. Und so haben wir heute, Generationen später und 20 Jahre später, unter den Nachkommen immer noch ganz normale Chagoi. Und seit ich Makoto sage, dass er bei der Selektion darauf achten soll, dass unsere Kunden darauf stehen, wirft er verstärkt ein Auge darauf. Und so kann ich Ihnen jetzt mal 5 Fische präsentieren und Ihnen zeigen, wie die gewachsen sind. Das Besondere an den Fischen, wenn Sie sich vorstellen, bevor ich im Jahr 2014, also jetzt vor ungefähr 1 Jahr und 4 Monate, nach Japan gegangen bin, sind diese Koi als kleine Würmchen mit 12 bis 14 Zentimeter hier angekommen, wurden von uns großgezogen dann das ganze Jahr und haben jetzt wirklich, Sie werden es gleich sehen, richtig stattliche Größen bereits erreicht. Und das macht einen natürlich, jemand wie mich, der das beruflich macht und der die Fische großzieht und da auch immer versucht, am Setup noch mehr rauszuholen. Und nochmal, wir haben mit Number One ausschließlich gefüttert in den letzten Monaten. Und das ist für mich natürlich ein besonderer Ehrgeiz und macht mich dann auch stolz, wenn ich sehe, dass ein entsprechend gutes Ergebnis dabei herauskam. So, und wir beginnen einfach mal mit dem einzigen Wagoi. Das war ein rötlicher Chagoi, den wir hier hatten. Und der hatte 50 cm, war weiblich. Und kam auch mit 12 bis 14 cm im September 2014 hier an. Hier haben wir ihn, hat nach wie vor diesen rötlichen Charakter. Hier in den Schuppen ist ein bisschen dunkler geworden, da muss man warten, wie er sich entwickelt. Aber die Körperstruktur ist sensationell und ich schätze mal, dass er auf mindestens 60 cm gewachsen sein wird. Ja, gewachsen ist er auf 62 cm, hat also 10 cm gemacht und mit 62 cm wäre er sogar im mittleren oder im oberen Durchschnitt sogar. Wenn ich mir Konishis 2-jährige Karashi-Goi anschaue, schauen Sie sich die Kopfform an. Die ist jetzt nicht perfekt, aber er ist lang, er ist breit, der Kopf. Er hat einen klar durchgezogenen Körper, ist heute noch nicht zu fett, wird also in Zukunft nicht zu viel Futterenergie in irgendwelche Fettzellen investieren, sondern sich auf Wachstum und einen normalen Volumenaufbau konzentrieren. Derjenige, ich glaube, er wird in die Schweiz gehen, der Fisch, der ihn bekommt, kann davon ausgehen, dass, wenn er ihn gut hält, dass er Ende des Jahres schon 70 cm erreichen wird. So, dann gehen wir gleich zum nächsten. Nehmen wir ihn hier. Er hatte 50 cm, auch ein sehr schöner, vom Braunton her ein sehr eleganter Koi, also nicht zu hell, nicht zu dunkel. Und jetzt schauen Sie mal die Kopfform an. Er hatte einen langen, breiten Kopf. Und wie Konishi immer sagt, Körperform, die verändern sich. Und hier haben wir den Koi. Er war auch 50 cm und er hat momentan einen etwas kürzeren Kopf, aber nach wie vor breit. Und bei Karashi-Goi und Kawari-Mono im Allgemeinen sind die etwas kürzeren Köpfe nicht ganz so dramatisch wie bei Kohaku-San-Kishoba. Es gibt sogar Chagoi-Blutlinien, die haben ganz klassisch kurze, eckige Köpfe. Aber uns interessiert jetzt erstmal die Länge. Und da hat er es auf 63 cm, also er hat 13 cm Wachstum geschafft. Das ist richtig sensationell, eine ganz tolle Hautqualität. Also da gibt es überhaupt nichts. Ein toller Tategoi, der auch in die Super-Jumbo-Größe wachsen kann und bei guter Haltung auch wachsen wird. So, dann gehen wir zum nächsten Kollegen. Das ist er hier. Er hatte 49 cm, er in der Mitte. Er hier. Und auch eine sehr solide Qualität. Tolle Körperlinie, schauen Sie sich die Beschuppung an, hier Seitenlinienbeschuppung, sensationell. Und auch Rückgratbeschuppung gut, nur hier Mundana Koke, das heißt Schuppen, die man nicht braucht. Und 49 war er. Und er hat jetzt 60 cm genau, also auch 11 cm. Da kann man sich nicht beklagen. Und auch gute Köpf- und gute Körperform. Also da kann man auch weiter sehr gutes Wachstum erwarten.
So, dann haben wir der zweitkleinste. Nee, das war der kleinste, als wir ihn verkauft haben. Aber ein sehr schöner, der mir farblich auch sehr gut gefällt, mit 45 cm, der aber heute nach wie vor herausragend ist, auch die Körperlinie. Er wirkt im Moment etwas schlank, hat aber überhaupt nichts zu heißen. Die Körperlinie ist klar durchgängig. Das ist ein hoher Fisch. Es ist ein Fisch mit einem langen, breiten Kopf. Er hat einen langen Schwanzansatz und ich glaube, er wird auch an die 60 cm gewachsen sein. Und damit wird er natürlich den Rückstand, den er auf seine Geschwister hatte, wird er dann deutlich aufgeholt haben. Und Sie sehen, er hat genau 60 cm. Er hat hier in der Innenaufzucht in 4 Monaten hat er 15 cm gemacht. Und wohlgemerkt, nicht von 15 auf 30 cm, sondern von 45 auf 60. Und das ist natürlich was, die ganze Energiezufuhr angeht, ist das nochmal was ganz anderes. Je größer die Fische werden, desto mehr nimmt natürlich in Relation zum Längenwachstum auch das Gewicht und das Körpervolumen zu. Und als solches wirklich ein toller Koi. Seitlich weniger Schuppen und oben auch, aber eine schöne Schuppenanordnung, also ein schönes Kokenami, wie der Japaner sagt. Auch hier ein Fisch, der auf Super-Jumbo-Größe wachsen kann, also fern der 85 cm. Und jetzt gehen wir noch auf die zurzeit beliebteste Chocolate Chagoy Variation. Das sind diese dunklen, diese Schokobraunen, die ein bisschen an Cappuccino erinnern. Er hatte 50 cm und als solcher wird er auch am schlechtesten gewachsen sein. Die Färbung ist nach wie vor toll. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt. Also jetzt messen wir ihn erstmal. Aber ich glaube, dass er nicht mehr als 5-6 cm gemacht haben wird. Aber man darf es jetzt wirklich nicht auf die Varietät, er hat genau 2 cm gemacht. Also der hat einen Wachstumsstopp eingelegt. Woran das jetzt liegt, kann ich Ihnen momentan überhaupt nicht sagen. Der Fisch wirkt nicht krank, er wirkt nicht konditionell angeschlagen. Das ist alles normal. Männlich ist er auch nicht. Die Kiemen sind vollkommen okay, also da ist nichts belegt. Sowas kommt immer mal vor, das muss man jetzt beobachten. Was wichtig ist, er ist nach wie vor wunderschön, also er hat jetzt keine Hautalterung erfahren oder dass er matt oder belegt oder sonst irgendwas wirkt. Das ist alles okay, nur dass er die letzten 4 Monate sich gegen Wachstum entschieden hat und da muss man jetzt, wie gesagt, einfach abwarten. So, das war's also mit unseren Chagoy aus unserer Karashigoi-Blutlinie. Der schlechtest gewachsene hatte 2 cm, das ist natürlich enttäuschend, das verstehen wir auch. Und der am besten gewachsene hat 15 cm. Das ist sensationell. Und vor allem sensationell ist, dass wir jetzt 2-jährige Fische hier ausliefern können, die die Kunden im Herbst als Jumbo Tosai gekauft haben und gegen eine Aufzuchtgebühr von uns haben groß machen lassen. Und wir unser Bestes gegeben haben und die Fische jetzt in der Größe ausliefern, wie die der von Konishis 2-jährigen Top-Karashi in Japan, die im Naturteich Maeda waren, wenn sie unsere Herbst-Dokumentation mitverfolgt haben. Und da können wir mithalten. Und das ist natürlich schon mal spitzenmäßig. Und wir sind, was die Aufzucht angeht, noch nicht mal am Ende. Also da ist noch der ein und oder andere Zentimeter drin. In diesem Sinne, danke und bis zum nächsten Blog.